Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Fans des Horror-Mais-Labyrinths und die, die es noch werden wollen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin vor dem Mais die Ehrliche und nicht die Nette, ich bin die Henriette. Ich bin aber jetzt nicht hier, um ein kleines Erklärbär-Video zu machen, wie ihr euch im Mais verhalten sollt und wie nicht. Nein, es geht mir um was ganz anderes. Und jetzt fährt der Trecker hier vorbei. Vielleicht ist es euch ja mittlerweile mal so begegnet, das Thema, was im Moment relativ weit oben steht. Und zwar geht ja gerade diese schnupfenartige Seuche namens Corona durch die Welt, ja? Wie ihr vielleicht wisst, wird das Horror-Mais-Labyrinth von einer Eventagentur veranstaltet, und zwar Eventzauber Nord. Hier wiederum ist das Problem, dass alle zukünftigen Veranstaltungen wegen weil Corona abgesagt wurden, ne? Was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass es fürs Horror-Mais-Labyrinth ja auch nicht so ganz rosig aussieht, weil das ja auch immer so ein bisschen Geld im Voraus kostet. Ne? Kulissen müssen gebaut werden, Mitarbeiter gekauft und geschult und umgenäht. Ne? Aber da habe ich, ne, die Henriette, habe mir gedacht, da tust du was. Ne? Deswegen habe ich mich jetzt hierhin verfrachtet nach Wulfshagen. Ich guck da mal rein, da gibt es bestimmt irgendwas, was sich gewinnbringend verdicken lässt oder so. Ja, oder irgendwas, irgendeine Lösung wird sich da finden. Ne? Komm. Dann gehen wir mal reingucken. Oh, Moment, wenn ich schon mal hier bin, kann ich schon mal kurz gucken. Ah, Boss! Da bin ich mal raus! Oh! Ist nicht wichtig, hat Zeit bis nach Corona. So, dann kommen wir mit. Alles hier so verlassen. Ich sag nur, Hashtag, wir bleiben zu Hause, ne? Und Henriette wieder nicht. Ich ruf mal Verstärkung, ja? Ich ruf mal den Honk an. Der Anrufbeantworter von Madame de Tompon und dem Honk. Wir sind zurzeit leider nicht... Was machst du denn da? Unser Anrufbeantworter. Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht. Oder versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt. Noch einmal. Tschüss. Dann eben nicht. Ich halt alleine. Also ich habe jetzt hier alles durchsucht, habe nichts gefunden, außer einen mittelschweren Herzinfarkt. Und deswegen werde ich... Da! Fertig! Was vernünftig... Egal, so. Dann gehen wir jetzt mal zur Scheune. Vielleicht finden wir ja da noch was, was wir machen können. Oh ja! Ja, also so wirklich was zu holen gibt es hier, glaube ich, auch nicht mehr. Ist ja alles schon leer. Ja, die Hamsterkäufer waren auch hier. Alles schon leer gehamstert. Naja, pass auf, geh du mal in den Keller und ich gucke, ob ich hier nicht doch noch irgendwie eine Flasche finde. Okay, ich guck mal. Ah, ich habe hier was gefunden. Was hast du denn gefunden? Das sind so Plastikdinger. Hier ist noch Toilettenpapier. Toiletten? Warte, ich komme. Du Scheiße, wie viel Klopapier ist das denn? Ich weiß nicht, ich kann nur bestellen. Oh, guck mal hier. Oh, was ist das? Konserven, das ist... Nimm mal eine mit. Oh, das sind...
Das sind die guten Maisravioli von 1856. Du meinst, die sind noch gut? Natürlich sind die noch gut, auf jeden Fall. Und hier. Das ist das gute Horror-Mais-Labyrinth-Toilettenpapier. Extra hart. Du, da kommt das eine Idee. Das tut nicht weh? Natürlich tut das weh. Na gut. Wir haben da so viel unten gefunden, ne? Ja. Und auch hier von tonnenweise. Da kommt ihr dann jetzt ins Spiel, ne? Ich hab da mal so eine Idee. Das musst du mir genau erzählen. Ja, das mache ich. Und so könnt ihr das Horror-Mais-Labyrinth unterstützen. Folgt einfach dem Direktlink in der Videobeschreibung oder geht auf die Homepage vom Horror-Mais-Labyrinth und dort oben rechts auf Shop. Dann landet ihr auf der Shop-Seite vom Event Zaubernord für das Horror-Mais-Labyrinth. Im Shop gibt es verschiedene Artikel, teils virtuell, teils handfest. Mit jedem dieser Artikel sorgt ihr dafür, dass das Horror-Mais-Labyrinth auch in diesem Jahr stattfinden kann. Hä? Virtuelle Gegenstände wie zum Beispiel das virtuelle Toilettenpapier hier gelten als reine Spende. Also ihr bekommt nicht wirklich was zum Abwischen, ne? Gehört ihr zu den Kurzentschlossenen oder seid einfach nur total heiß auf eine schöne virtuelle Dose Mais-Ravioli, ja? Dann könnt ihr den Artikel direkt in den Warenkorb werfen. Dieser wird euch dann auch als Vorschau links angezeigt. Wenn ihr aber wissen wollt, was denn jetzt in diesen ganzen Packages enthalten ist, wie zum Beispiel dieses Backstage-Supporter-Paket, dann klickt einfach auf den Artikel und ihr kommt zu der Artikelbeschreibung. Dort ist dann genauer aufgelistet, was ihr für euren Supporter-Beitrag bekommt, was davon virtuell ist und was davon reell. Also zum Beispiel eine Namensplakette in der Festscheune oder ein Ticket für unsere einmalige Supporter-Party. Wenn ihr euch eurer Sache sicher seid, dann direkt via PayPal kaufen oder in den Warenkorb mit der gewünschten Menge. Außerdem gibt es in unserem Shop auch die Ansage für die Mailbox vom Honk und Madame de Serpent und andere Original-Horror-Mais-Labyrinth-Sounds. Habt ihr alles, so könnt ihr direkt per PayPal bezahlen, zur Kasse gehen oder euch den Warenkorb nochmal ansehen und dort dann auch gegebenenfalls noch einmal die Anzahl ändern. Dann wieder Direktzahlung via PayPal oder weiter zur Kasse. Dort füllt ihr einmal die Rechnungsdetails zur Bestellung aus. Auch hier könnt ihr wieder per PayPal Bezahlung angeben oder eine Banküberweisung. Dann erhaltet ihr die Zahlungsinformationen per E-Mail. Jetzt noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen und auf PayPal bzw. Bestellung abschicken klicken. Und schon seid ihr dabei bei den Supportern für das Horror-Mais-Labyrinth 2020. Also, jetzt wisst ihr ja, wie es läuft, ne? Deswegen wäre super, wenn ihr uns da so ein bisschen unterstützen würdet, ne? Und mal unseren Shop besucht. Und dann sehen wir uns alle hoffentlich gesund und munter in der Saison 2020, ja? Ich freue mich. Bis dann.